Nun, hast du ihn dabei? Nein! Ja. Wie ich mir dachte. Ich hatte einen Traum, darin überzogen dunkle Wolken unser Land Hyrule. Doch plötzlich verschnitt ein Strahl hellen Lichts diese Wolken. Er kam aus dem Wald und ganz Hyrule erstrahlte in seinen Glanz. Auch die Musik. Das Licht verwandelte sich in einen Jungen, der einen glitzernden grünen Stein in den Händen hielt. Ihn begleitete eine Fee. Ich weiß, es war eine Prophezeiung, dass jemand aus dem Tiefen des Waldes kommen würde. Der hat schon eine ganz schön große Oberweite für ihr Alter. Ich dachte, du wärst es. Oh, tut mir leid. Ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen von meiner Geschichte und mich gar nicht entstand es auch. Ich kann schnell lesen, ja? Ich bin Zelda, Prinzessin Hyrule. Tach, ich bin Peter. Wie lautet... Ach so, dein Name. Peter. Ich fühle etwas. Peter. Seltsam, er kommt mir so vertraut vor. So sei es, Peter. Ich werde dich nun in das Geheimnis des Heiligen Reiches einweihen. Es ging aber schnell. Das seit Generationen von meiner Familie gehütet wird. Du wirst das doch nicht weiter erzählen, oder? Doch? Nein. Dies ist die Legende. Es kommt gleich. Da. Oh, der Regen wieder. Das Triforce vereinigt die Kraft der drei Göttinnen. Sie verbargen es an einem Ort in Hyrule. Denn das Triforce hat die Macht, die Wünsche dessen wahr werden zu lassen, der es in Händen hält. Ein rechtschaffenes Herz würde Hyrule in goldene Zeiten voller Reichtum und Frieden führen. Würden Wünsche eines Menschen mit niederer Gesinnung erfüllt, so verschlänge das Bösen die Welt. Daher errichteten die Weisen die Zitadelle der Zeit, um das Triforce vor bösen Mächten zu bewahren. Die Zitadelle der Zeit ist unsere Welt, der Zugang zum Heiligen Reich. Doch dieser Zugang ist versiegelt. Durch eine steinerne Mauer, die man Zeitportal nennt. Es heißt, man brauche die drei heiligen Steine, um den Zugang zu öffnen. Und noch etwas, nämlich ein uraltes Relikt, das im Besitz der Königsfamilie von Hyrule ist. Die Ocarina der Zeit. Hast du die Geschichte, die ich dir anvertraute, verstanden? Ja. Großartig! Das habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade durch dieses Fenster hier geschaut. Nee, echt? Eines der Elemente aus meinem Traum, die dunklen Wolken. Ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Möchtest du ihn dir anschauen? Ja. Da drunter Augen. Da ist auch Ganondorf. Siehst du den Mann dort? Den mit dem bösen Blick? Das ist Ganondorf, Anführer der Gerudos. Er langweilt mich. Die in der Wüste fern im Westen unseres Landes leben. Er hat meinem Vater die Treue geschworen, doch ich glaube nicht, dass er aufrichtig ist. Die dunklen Wolken, die Hyrule in meinen Träumen enthüllten, sie müssen diesen Mann symbolisiert haben. Ey! Koboldnase. Was ist passiert? Hat er dich gesehen? Nein! Hab keine Angst. Er hat keine Ahnung von unseren Plänen. Noch nicht. Ich weiß, er ist es. Natürlich erzählte ich meinem Vater von dem Traum. Doch er glaubte mir nicht, dass der Traum eine Prophezeiung sei. Doch glaube mir, ich spüre die böse Aura dieses Mannes.
Ganondorf hat es auf nichts anderes als das Triforce des des Heiligen Reiches abgesehen. Nur das scheint sein Begehr. Um sein Ziel zu erreichen, muss er Hyrule, nein, die gesamte Welt unterwerfen. Peter! Wir sind die Einzigen, die Ganondorfs Pläne durchkreuzen können. Bitte! Ich glaube kein Wort. Ja klar. Ich danke dir. Die sind Blumen. Hallo, ich bin eine Blume. Ich habe Angst, große Angst, dass dieser Hyrule, dieser Mann Hyrule den Untergang bringt. Er besitzt übermenschliche Kräfte. Wo weiß er das denn alles? Doch du, da du hier bist, wird alles gut. Wir müssen verhindern, dass Ganondorf in den Besitz des Triforce gelangt. Was meinst du, dass ich das mache? Ich werde die Ocarina der Zeit mit all meiner Kraft beschützen. Niemals soll er sie erhalten. Deine Aufgabe sei es, die verbliebenen heiligen Steine zu finden. Sie sind der Schlüssel zum Heiligen Reich. Lass uns das Triforce suchen und mit dessen Kraft Ganondorf bezwingen. Eines noch, nimm diesen Brief an dich. Ich bin sicher, du wirst ihn brauchen können. Da, 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 da! Das ist Zeldas Brief, er trägt Prinzessin Zeldas Unterschrift. Naja, ja, kann man das nicht schneller wegklicken? So. Oh, was ist das? Oh, jetzt sind wir am Arsch. So. Jetzt geht's ab. Es wird Zeit zu kämpfen. Dramatische Musik. So, Pulsimo. Alter. Ich bin Impa. Überlebende der Chica. Impa und Chica. Meine Aufgabe ist, Zelda zu schützen. Alles ist so geschehen, wie es der Prinzessin prophezeite. Du bist ein tapferer Junge. Die Vorsehung hat dich an diesen Ort geführt. Mir wird nun die Aufgabe zuteil, dich eine Melodie zu lernen, die du nie vergessen darfst. Es ist ein Lied, das die Königsfamilie von Generation zu Generation weitergibt. Merkst mir? Ich habe dieses Lied für Prinzessin Zelda gespielt, als sie noch ein kleines Kind war. In den Noten verbergen sich mysteriöse Kräfte. Lausche nun der Melodie. Mit den Fingern. Zeldas Wiegenlied. So, und ich hoffe, die Tasten ist auch richtig. Guck mal. Geht doch! Zelda erlernt Wiegenlied! Naja, Peter. Wenn ich die Soldaten hier finden, bekommst du Ärger. Lass mich dich aus dem Schloss führen. Du boxst da alle weg, ne? Dam, 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 dam. Sie hüten den heiligen Stein des Feuers. Am Fuße des Todesberges wirst du Kakariko finden. Es ist die Stadt, die ich gegründet habe, um Verfolgten Obdach zu bieten. Bevor du zum Berg aufbrichst, solltest du dich mit einigen Bewohnern unterhalten. Durch dies, was ich dich gelehrt habe. Besitzt geheimnisvolle Kräfte und Angehörige der Königsfamilie dürfen es erlernen und erspielen. Vergiss nicht, du kannst damit beweisen, dass du in königlicher Mission unterwegs bist. Geh nun, die Prinzessin und ich warten auf dich. Und die heiligen Steine im Schloss. Enttäusche uns nicht. Schuscha!
Okay. So, Linke. Peter. Ja. Es wird Zeit, aufzukreuzen. Wir haben nicht lange Zeit. Aber bevor wir das machen, müssen wir nochmal zurück. Komm, Link. Peter. Peter. Peter, aka Link. Wir müssen nochmal in die verpixelte City. Komm, lauf, kleiner grüner Kobold. Jetzt wieder die laute Sonnenkulisse. Und hier rein bei dem etwas unfreundlichen Kerl. Ihr werdet ihn schon gleich kennenlernen. Alter. Willkommen. Mach mal die Augen so wie er. Unser das Schild hätte ich gerne. Kaufen, bitte. Ich könnte zwar ein bisschen sparen mit so einem kleinen Trick, aber das will ich nicht. Der Hylia-Schild. Wer ist denn er? Ist das eine Frau? Ich hörte, dass es irgendwo eine Kreatur geben soll, die hylianische Schilde frisst. Ja, so siehst du auch schon aus. Alter, was läuft denn hier rum? Dieser Bart ist mein ganzer Stolz. Er ist nicht eindrucksvoll, kleiner. Ist denn nicht eindrucksvoll? Ein Dieb? Muss gucken, wie ich das mache mit dem Ton, ey. Das ist wirklich laut in dem komischen Dorf. Stadt. So, werden wir gleich mal das Schild ausrüsten. Jetzt haben wir einen neuen Schild. Jetzt können wir uns alle freuen. So viel Ausrüstung gibt es in dem Spiel nicht. Ach, scheiße. Warte. Ja, so haben wir's. Und. Bam. Puff. Ja, ist ein bisschen groß geraten. Ein bisschen sehr groß. No.